So, dann wollen wir mal sehen. Ich werde schon direkt wieder gepinkt. Na, die Leute tilten immer sofort rein, wenn ich Nunu spiele. Okay, die haben auf jeden Fall geswappt, ne? Also hier, also in Legendary Queue tilten die Leute richtig rein, wenn ich Nunu spiele. Im Normal Rank sind die alle noch relativ gechillt. Am Ahri Midlane. Schade, hätte ich einen Hit drauf bekommen, hätte ich den Elektroprock bekommen. Dann wäre die super low. Don't do it. Der den CD wieder ab, ne? Mal den holen. Den holen. Essen. Ist halt so hart, nun irgendwie aus der Lane zu pushen, ne? In 5 Sekunden halte ich mich aber wieder hoch. Hätte ich einen Hit bekommen, ich hätte Elektroprock bekommen, die wäre 1,5 Balken AP. Danke, sehr nett. Oh, das Problem ist, wenn der Draven oder so fett wird, ich kann ihn halt niemals töten, ne? Never ever. So Hypercarries töten mit einem. Mit dem Nunu. Oh. Mit dem Nunu ist immer so die Sache. Klappt die? Ne, die hat noch ihre Früchte, oder? Ihre Früchte? Problem ist, ich musste flashen wegen dem Gank. Schon wieder. Die haben richtig Bock, ne? Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich igniten können. Ich weiß noch nicht, ob sie gestorben wäre. Bin nicht so sicher. Hilf mir. So. Ich glaube, die Base. Oh, vielleicht wäre sie gestorben. Vielleicht hätte ich igniten sollen. Oh. So, Schneeball. Ich habe, glaube ich, noch keinen Creep verloren, ne? Hat der Mumu das gecheckt, dass da die Ahri ist? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, er hat das nicht verstanden. Okay, ich werde die Base und Rod of Ages wieder Mitte. Weil die Botlane denkt jetzt vielleicht, dass ich runterkomme. Ja. Aber ich komme aber mit dem dicken Schneeball in Midlane. Ich spiele am Handy. Das sieht nur alles so groß aus, weil ich ein altes Handy habe. iPhone 8 Plus. Hat der getroffen, wäre die Dead übrigens. Ich spiele nur Just for Fun, der ist ziemlich schlecht. Ich würde sagen, es ist einer der worst Picks für Midlane, die es gibt in dem Game. Go, go, go! Sehen die mich? Ach, jetzt geht sie rein, oder wie?
der Mumu, Leute. Ich habe alles versucht. Ich glaube, ich hätte es nicht besser spielen können. Ich habe alles versucht. Wir werden leider hart gedifft im Jungle, ne? In der Mitte. Oh, ich wollte den joinken. Der Dragon hat aber keinen Flash, ne? Der Champ ist in Wildrift gerade gut. Alle, die du so in der Meta siehst. Aatrox zum Beispiel der beste Champ im Game. Können wir den nicht diven? Wir müssen den diven jetzt, ne? Mein Midlane ist weg. Aber der Mumu ist jetzt AFK. Der wird keinen Bock mehr. Der chillt nur noch im Jungle und hilft nicht mehr. Kriegen wir den noch? Ja, nice. Mit dem Nunu-Buff zusammen. Ja, mit dem Lulu-Buff. Ja, der Amumu, der trollt uns leider jetzt, ne? Schade. Ich denke, das wäre auf jeden Fall winnable gewesen, die Runde. Obwohl, vielleicht kann er jetzt einen Pentakill machen, Triple Kill. Oh, der Mumu, bitte. Oh, was macht der denn? Oh, was tut der? Einfach Ulti. Drück einfach Ulti. Danke. Vielen, vielen Dank, dass du geultet hast. Boah, mit dem wir das noch richtig anstrengen, mit dem Mumu. Ich glaube, ich muss Anti-Heilung schon kaufen, ne? Helfen. Ich habe nur den versucht, den Echo da irgendwie zu retten, meine Ultimate. Wie lange für Amumu Ulti? 15 Sekunden. Okay, der Pike ist in die Mitte gegangen, ne? Nein, die Amumu Ulti. Einfach weg. Rennt, Leute. Nein, bitte geht weg. Bitte. Wir haben keine Ultis, wir haben keine Cooldowns. Why are you fighting? Rennt. Okay, wir sind gigafett jetzt. Der hat getroffen, der Schneeball. Nee, doch nicht. Wort hier reinpfeffern.
Da ist Aatrox und Draven. Einfach ulten. Wir müssen einfach Aatrox einfach ulten. Okay, nice. Haben seinen Ulti raus. Amumu! Hilfe! Ich wurde verkauft. Ich wurde verkauft. In Wildrift kannst du alles spielen, wie du willst, ja. Die Leute sind so schlecht in dem Game. Da wird nichts irgendwie wirklich hart bestraft. Du könntest im Endeffekt Lulu Toplane spielen und Challenger werden. Das geht alles in dem Game hier. Oh, ich wurde einfach verkauft von Amumu. Genau, gibt es auch so Ligen wie Bronze und Challenger, aber die Grandmaster Plus, also ab Grandmaster kannst du vergleichen wie mit Gold auf PC, ja, vom Skill-Level her und der Spielerverteilung. Also Grandmaster hat ungefähr den gleichen Level wie Gold auf PC, wenn überhaupt. Darum, der Rank ist hier nicht wirklich relevant in dem Game. Hat die den gerade wirklich aus meiner Ulti rausgeworfen, die Vayne? Oh, too bad. Too bad. Aber auf jeden Fall hat sie gut gecarried. Keine Minions, ne? Nichts machen hier. Aber ich spiele jetzt gerade Legendary Rank, das ist sozusagen der Solo-Q-Modus. Und das normale Rank ist Flex-Q. Also ein normales Rank kannst du mit Flex-Q vergleichen und das hier ist im Endeffekt Solo-Q. Habe ich geintet? Mal reinbeißen hier. Ich glaube, ich kann hier einen guten Ball werfen. Auch das Gleiche. Also die Leute sind nicht gut in diesem Game. Es gibt vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Leute immer, die ganz okay spielen auf dem ganzen, in der ganzen Saison, aber... wenn du wirklich hartes, gutes Competitive Gameplay willst, würde ich kein Wildrift spielen. Ist sie gerade reingetammelt in den? Ist ja doch reingetammelt, oder? Die ist einfach reingetammelt. Klassiker. Ich kann das nicht deffen, ne? Das ist verloren. Wie kommt es eigentlich voller Penunu Mitte spielt? Das Einzige, was mir noch Spaß macht im Game aktuell. Deswegen.
Alles klar. Da so ein Mumu-Ultimate rein, das wäre es gewesen. Sehr gut, Engage. Was machen wir nur, ha? Okay, ich hole mal mein Item hier. Ist der Triple Drag für Gegner? Ah, es tut halt so weh, ne? Weil die Ari hat echt nicht so geil gespielt. Die kriegt da wieder einen Gratis-Win geschmissen. Ich will auch Gratis-Wins haben, Leute. Wieso kriege ich keine Gratis-Wins? Ich krieg das hier. Ich krieg das. Nee, coole Skins nicht, ne. Nicht, dass ich wüsste. Wir müssen halt diesen Draven töten, ne. Den gerade einfach weggescheuert. Oh, der hat aber geintet. Sehr guter Flash Vayne, immer wieder schön zu sehen. Den schnappen wir mal. Ich weiß ja nicht, wie wir das gewinnen wollen, ne? Das ist halt. Ich denke einfach nicht winnable die Runde. Dann können wir nicht contesten. Amumu macht gerade die Golems. Und pusht jetzt zusammen mit Echo die Botlane. Meanwhile geht Vayne den Baron face checken. Stirbt dabei. Also ich denke, das ist einfach lost hier. Tod Nummer 11. Gigi's. Relativ selten so Full Charged Ultimates. Also meistens, die meisten Leute, die ich mit einer Full Charged Ultimate getroffen habe, sind wieder in die Ultimate reingelaufen. Wisst ihr, wie ich meine? GG's.